Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Hotlap auf diesem Kanal. Heute sitzen wir wieder im Ferrari 296 GT3. Tim Pietschmann fährt hier heute auf Paul Ricard uns eine schnelle Runde und ja, wir nehmen einfach mal Platz und schauen uns jetzt hier mal seine Runde an. Wir sehen schon unten, fährt hier mit der UOL Academy Livery, beziehungsweise haben wir es wahrscheinlich ja auch schon im Thumbnail dann gesehen. Sehr, sehr schönes Design, gefällt mir auch mit dem Farbverlauf einfach sehr, sehr gut. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was der Tim uns jetzt hier so köchelt auf der Runde. TC hat er umgestellt von 5 Anfang der Runde auf 6, beziehungsweise jetzt ist die TC wieder auf. Ob er jetzt hier genau über die Runde wieder hochstellt, das macht man in so schnellen Ecken einfach mal ganz gerne, um einfach, ja, diesen Eingriff dann an der Stelle einfach auf die lange Gerade zu vermeiden, denn der Eingriff ist halt absolut überflüssig. Topspeed sieht sehr, sehr stark aus, um das noch zu Ende zu bringen. Also ja, an der Stelle werden wir keinen großen Quersteher mehr bekommen, der uns irgendwie stört. Allerdings kostet natürlich so ein Eingriff einfach unnötig Zeit. Deswegen stellt man dann an solchen Stellen gerne mal die TC aus. So, Ferrari hier sehr, sehr ausbalanciert. Sehr viel Grip, sehr viel Ruhe auch im Auto. Gleichzeitig aber auch sehr, sehr hohe Kurvengeschwindigkeit. Also das sieht richtig gut aus, was der Tim uns hier zaubert. Auch hier Apex perfekt getroffen. Früh ans Gas, Traktion auf den Boden gebracht. Also das ist eine sehr, sehr starke Runde. Hält sich hier komplett am Limit des Track Limits auf dem Curb auf. Und jetzt auch einmal das Auto zusammenbremsen. Schön innen am Curb entlang, aber eben nicht über diesen hohen Curb drüber. Ja, kostet uns sonst nämlich hier nämlich den guten Exit. Und dann geht's über die Linie. Und das war eine richtig, richtig starke Runde, die der Tim uns hier gezeigt hat. Ruhe bleibt stehen bei einer 1,52,2. Ja, und die Runde schauen wir uns natürlich wie gewohnt dann auch nochmal von außen an. Ah, Track Limits werden hier natürlich auf Paul Ricard so weit wie möglich dann ausgereizt. Hier sehen wir es auch noch, er ist auf der Einstellung TC5 dann unterwegs. Bremst das Auto jetzt hier ordentlich zusammen, nimmt sehr, sehr viel Schwung mit. Das sehen wir hier, er kommt hier sehr, sehr weit raus dann vor dem Linksbogen. Hält sich dann jetzt sehr schön innen, aber das hat sehr gut funktioniert. Also sehr, sehr aggressiv am Eingang des Rechtsbogens in die Kurve rein. So, das war jetzt die Stelle, da drückt er sich die TC auf. Also das ist belegt, da springt er von TC6 direkt auf TC0. Könnt ihr euch belegen, dass wenn ihr dann quasi den Knopf ein bisschen länger haltet, dass ja in dem Moment dann eine gewisse Einstellung, ein Preset angewählt wird. Und das ist dann halt in dem Falle dann aus. Also sonst müsste der halt beim Kurvendurchfahren rausbeschleunigen halt dann ziemlich oft auf den Knopf drücken. Das stört natürlich, beziehungsweise das Ganze auch sehr fehleranfällig, dass man dann vielleicht doch noch irgendwie die TC an hat oder sich sogar nach unten ein zu weit runterdrückt und dann auf TC 11 von 11 hängt. Also Dinge, die man nicht haben möchte, kann man aber sehr gut in den Einstellungen dann lösen. So, wir haben gesehen, dass der hier einen sehr guten Topspeed hatte, gleichzeitig aber auch sehr, sehr gute Corner Speeds dann mitnehmen konnte. So, und jetzt schön hier die ganze Zeit am Rande des Track Limits. Also, das war echt sehr, sehr knapp mit der weißen Linie. Hat aber wunderbar funktioniert. So, jetzt hier wieder nach außen orientieren, aber nicht zu weit nach außen, sonst werdet ihr einfach in der Linkskurve zu langsam. Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Geht jetzt hier über die Linie. Zeit habt ihr eben schon gesehen. An der Stelle ein großes Danke an den Tim fürs Einschicken der Runde. Wenn ihr Bock habt auf die Ferrari, unsere Bestseller-Setups, muss man dazu sagen, mit dem M4 zusammen, dann ja, checkt gerne die Videobeschreibung aus. Da ist wie immer unten alles verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.